Ich möchte uns alle aufrufen, besonnen mit dieser Situation umzugehen. Wenn die Länder am voraussichtlich 27. Dezember mit den Impfungen beginnen, ist das Angebot zuerst begrenzt und die Reihenfolge klar definiert. Zuerst die Pflegeeinrichtungen, die dort leben und die dort beschäftigt sind, und die über 80-Jährigen. Zur Wahrheit gehört, dass wir mindestens 1 bis 2 Monate brauchen werden, bis wir dieses Ziel erreicht haben, die Schwächsten zuerst zu schützen. Erst dann können wir darüber nachdenken, so wie es auch die Impfverordnung vorsieht, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern.